Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing-Video für dich und zwar ist die Brigitte Box bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was sich in der aktuellen Version der Brigitte Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bin tatsächlich ungeschminkt, weil ich mir gedacht habe, naja, vielleicht ist da ja irgendwas drin, was ich direkt in meinem Gesicht ausprobieren kann. Macht eigentlich Sinn, ne? Denn es ist Wochenende und ich versuche wirklich, dieses Video heute noch online zu stellen, also am Samstag. Da gucken wir mal. Ich bin gespannt und wir gucken mal rein. Wenn ich etwas zerdatscht aussehe, verzeiht es mir bitte. Ich war tatsächlich gestern auf einem Oktoberfest von der Firma. Ich trinke ja keinen Alkohol, aber ich habe ordentlich gefeiert, denn ich kann sehr, sehr gut ohne Alkohol feiern. Und es hat sehr viel Spaß gemacht und es war einfach nur lang und es war einfach ein kleiner Workout für mich. So, ich würde sagen, wir machen das Ding mal auf. Die Box kostet 24,95 bis 30 Euro pro Monat, je nachdem, was für eine Aboform du wählst. Aktuell gibt es auch so einen Rabatt, 10 Euro Rabatt. Den gibt es direkt auf der Homepage. Also ich verlinke dir alles unten in der Infobox, auch die einzelnen Produkte versuche ich dir mal aus dem Internet rauszusuchen. Die Box wird mir kostenfrei zur Verfügung gestellt von boxpalace.de. Ich bedanke mich jedes Mal von Herzen für diese wundervolle Kooperation. Ich finde es so, so schön, dass ich die Boxen bekomme, die im Portfolio haben. Und es macht mir so viel Freude, die jedes Mal auszupacken, auszuprobieren und mit euch zusammen vor der Kamera zu testen. Ich find's cool. Und ja, was wollte ich noch dazu sagen? Auspacken. Kommt alle 2 Monate. Ja, du hast da sowohl Beauty-Produkte, Pflegeprodukte, dekorative Kosmetikprodukte, als auch Food, Lifestyle-Artikel. Die Zielgruppe von der Brigitte Box ist bunt gemischt, würde ich mal so sagen. Also ich würde schon eher so im Bereich ab 35 anordnen. Auch wenn ich 30 bin. Nein, ich zähle mich trotzdem noch zur Zielgruppe. Nee, ab 25 würde ich fast sagen. Ne? Weil ich glaube, ab 25 fangen die Zellen an abzubauen. Du hast öfters mal Anti-Aging-Produkte in diesen Boxen drin. Und halt auch sehr, sehr praktische Lifestyle-Produkte. Was ich echt begrüße. Denn ich habe einen Haushalt und da brauche ich definitiv auch Haushaltsartikel. Und ich bin ganz gespannt. Und hier habe ich so einen Flyer drin, weil es ja eine Kooperation ist. Liebe Claudia, die letzten Sommertage stehen an und die ein oder anderen müssen wieder zur Arbeit gehen. Die ein oder anderen, ja natürlich, ich auch. Um wieder perfekt durchstarten zu können, soll dir die Box mit dem Thema rund um den Büroalltag dabei helfen. XOXO Maria vom Brigitte Box Team. Mensch Maria, das ist mega geil, denn ich bin ein Büromensch. Also ich arbeite ja Vollzeit im Büro als Vertriebs- und Marketingassistentin. Ich werde das übrigens immer wieder gefragt, das finde ich total witzig. Wahrscheinlich, weil ihr euch wundert, weswegen ich so viele Videos machen kann. Es macht mir einfach Spaß, Leute. Und deswegen, perfekt für mich. So, wir haben hier so einen Flyer drin, Augen auf. Leider hatten dieses Mal nicht alle Produkte in der Box Platz. Deswegen versteckt sich ein weiteres Produkt im Versandkarton. Sehr schön, ich sehe es schon. Aber ich würde sagen, das weitere Produkt stelle ich kurz zur Seite und wir gucken einfach direkt einmal uns die Box an, die echt schön ist. Ne? Das ist so ein Schweinchenrosa mit so einem Braun dabei. Also das ist eine schöne Box, die gefällt mir unheimlich gut. Und powered by Pinkbox, also die Pinkbox und die Brigitte Box und die Barbara Box und so, die gehören zusammen. Luxury Box gehört auch noch mit zu dem Club. Und hier haben wir auch noch ein paar andere Produkte und nicht Produkte, Geschichten in der Box an sich, also in dem Karton. Achtung, Achtung, es gibt den Brigitte Box Adventskalender. Kann ich euch empfehlen. Der wird bei mir auf dem Kanal auch noch geöffnet werden. Da gibt es 2 verschiedene Versionen, die Classic und die Premium Version. Ja, ne? Und wenn du eine Brigitte Box Kundin bist, bekommst du tatsächlich 10 Euro Rabatt. Dann ist auch noch die Info, der Foodist Adventskalender. Leute, den habe ich da vorne stehen, der wird gleich sogar für euch abgedreht, beziehungsweise ein Teil davon. Genussvoll durch den Advent. Und da ist auch ein Gutscheincode drauf, BRG1KL9. Da kriegst du dann 10% auf die Adventskalender, die es da gibt. Die haben nämlich auch verschiedene. Kriegt ihr aber ein separates Video von mir. Wir haben eine Leseprobe von Claire Lombardo, der größte Spaß, den wir je hatten. Leseproben bin ich kein Fan von, weil ich brauche einfach Bücher. Ich bin ein Büchermensch. Ich mag auch keine diese Tablets, auf denen du lesen kannst oder so. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Benutze ich nicht, weil ich brauche ein Buch, was ich in der Hand halte, was ich durchblättern kann und was ich mir später in den Schrank stellen kann, also in die Bibliothek.
Ach so, was haben wir? So eine kleine Bibliothek. Ja, dann habe ich hier noch so ein Heftchen, wo Gutscheincodes drin sind, die aber leider nicht veröffentlicht werden dürfen, aufgrund von darf man nicht. Nicht für kommerzielle Zwecke oder sowas ist das. Dann haben wir die Zeitschrift Brigitte. Die kostet generell 3,70 Euro. Wie Bewegung hilft und heilt. Ja, Leute, das ist uns doch allen klar, dass Bewegung eigentlich unheimlich wichtig ist. Ja, ich liebe Druckerschwärze. Freak. Ja, also das finde ich auch ganz schön. Die kommt bei uns immer in den Zeitungsständer in dem Badezimmer. So, dann räume ich das mal eben kurz zur Seite. Und dann machen wir einfach mal die Box auf. Tada! Die ist ja immer etwas größer. Kommt ja alle 2 Monate, habe ich eben auch schon mal gesagt. Ne? Genau. Und hier haben wir den Blick ohne den Deckel, sage ich mal. Es riecht einfach nur nach Papier hier drin und du hast hier ein Seidenpapier und ein schönes Seidenschleifchen und das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, will schon rausfliegen. Nicht rausfallen. Wir öffnen das und den Klebi öffnen. Au. Oh nein. So. Wir haben hier, Moment. So sah das eigentlich aus. Den Blick in die Box, auch mit dem Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Die ersten Produkte liegen schon auf und ich bin auch schon ganz gespannt. Wir gucken mal, ob ich dir mal vorlesen kann, worum das Ganze geht. Rund um den Büroalltag mit der Brigitte Box Nummer 5. Im Arbeitsalltag kommen wir oft zu kurz. Gönnen Sie sich im Bürostress auch mal eine kleine Beauty-Auszeit, atmen Sie zwischendurch kurz durch und legen Sie die Beine hoch. Wenn Sie jedoch im Büro nicht dazu kommen, dann gibt es immer noch das eigene Zuhause. Egal wie Sie sich entscheiden, die aktuelle Brigitte-Box versorgt Sie perfekt. Ja, das ist sehr, sehr freundlich. Kann ich mir ja gut vorstellen, dass da schöne Produkte drin sind, die mich im Büro dann auch glücklich machen können. Vielleicht so einfache Helferlein, vielleicht so für Abschalten in der Mittagspause ein bisschen irgendwas. Etwas habe ich schon gesehen, was auch sehr praktisch ist, so für die Mittagspause an sich, um Essen zu transportieren. Ich darf übrigens auch eine Box in diesem Video in einen von euch verlosen, steht aber auch immer alles im Titel und alle Informationen in der Infobox. Hauptkriterium, sei Abonnent meines Kanals, das kannst du hier unten zum Beispiel nachholen, wenn du es noch nicht bist. Und ja, ich leg mal los. So. Das erste, was halt daneben lag, ist dieses Döschen, was ich richtig geil finde. Ich benutze immer solche Lunchboxen. Meistens die von Ikea oder ich habe auch welche von Tupperware, wo wir dann das Mittagessen reinmachen. Wir kochen nämlich immer samstags und sonntags vor für montags und dienstags und nehmen dann immer unser Essen mit auf die Arbeit. Das hier ist von Clip and Close, 550 Milliliter und das ist praktisch, das kannst du hier, das ist halt aus Plastik, komplett aus Plastik, ja, kannst du öffnen. Schließt dann auch ganz schön. Das heißt, du kannst auch eine Suppe transportieren oder halt dein Brot, je nachdem, wie du das möchtest. Ich verwende immer wiederverwendbare Dosen. Also ich verwende keine Alufolie oder Frischhaltefolie oder Butterbrotpapier oder sowas. Ich packe das immer in die Dosen. Also Brot oder Obst oder keine Ahnung, halt das ganz normale Essen. Ne? Genau. Jetzt ist meine Frage, ist das Mikrowellen geeignet? Weil das ist für mich immer sehr wichtig zu wissen. Boah, meine Stimme will schon nicht mehr. Mein Freund hat mir eben schon einen Tee gekocht, freundlich wie er ist. Farbintensive Speisen können zu Materialverfärbung führen. Klar, wenn du da Spaghetti Bolognese reinmachst, dann hast du es nachher rot. Diese beeinträchtigen die Produktqualität nicht. Jo. Stark fett- und zuckerhaltige Lebensmittel werden beim Aufwärmen besonders heiß. Bitte vorsichtig erhitzen. Auch das ist klar, weil du dann natürlich karamellisierst quasi durch Zucker. Und dann kann es passieren, dass da halt sich so Bläschen in diesen Produkten bilden. Deswegen wechseln wir persönlich unsere Ikea-Pötte auch sehr, sehr häufig aus. Weil ich finde die qualitativ so lala. Wir füllen das jetzt nicht extra um auf den Teller, wenn wir das essen. Also ich jedenfalls nicht. Und dann hast du halt schnell diese Messerratscher da auch mit drin. Das ist nicht so gesund. Es ist tatsächlich Mikrowellen geeignet, wenn du den Deckel öffnest. Du darfst den Deckel halt nicht so eingeklippt lassen. Vor Gebrauch reinigen, das macht Sinn. Nach der Mikrowelle einmal umrühren, auch das macht Sinn. Und mit einem Handschuh anpacken, ja, auch das macht Sinn. Ja, finde ich gut, ist eine praktische Geschichte, kann ich sehr, sehr gut gebrauchen und wird wahrscheinlich dann auch direkt nächste Woche zum Einsatz kommen. Darf dann jetzt direkt in die Spülmaschine. Okay, was ist das? Aspura Clip, Mini-Inhalator, jederzeit und überall einsetzbar, zu Hause, im Büro und auf Reisen. Das kommt von der Höhle der Löwen. Das ist so ein Ding, was man sich in die Nase stecken kann und dann kriegt man die Nase frei, angeblich. Kommt mir persönlich ehrlich gesagt auch ziemlich
gut, aber das macht die Nase gar nicht frei. Das ist einfach nur wohltuend bei Stress, fördert die innere Unruhe, unterstützt wohliges Einschlafen. Okay, also sowas benutzt man dann quasi für zum Einschlafen. Mhm. Mit ätherischen Ölen soll das sein. Ich weiß jetzt nicht, wie... Da. Bis zu 3 Wochen verwendbar. Nach Anbruch der Packung kann Aspura Clip Relax bei einem Einsatz von 1 bis 2 Stunden täglich bis zu 21 Tage lang verwendet werden, wenn er im mitgelieferten Behälter aufbewahrt wird und dieser stets verschlossen ist. Ja, kann ich ja mal ausprobieren. Ja, aber ja, man steckt sich das dann so in die Nase, wie so ein Nasenring quasi. Ich stelle mir das im Büro jetzt nicht so nice vor, wenn du damit da sitzt, ne? Aber ich kann mir das vorstellen, wenn ich zu Hause mal bin und vielleicht dabei bin, ein Video zu schneiden oder so, dass ich mir das dann da reinschiebe und das werde ich ausprobieren. Und wenn ich das ausgetestet habe und das leer ist quasi, wird es natürlich im Aufgebraucht-Video liegen. In der Aufgebraucht-Kiste liegen und im Aufgebraucht-Video gezeigt werden. Genau. Interessant auf jeden Fall. Also die Produkte von der Höhle der Löwen finde ich persönlich cool. Dann habe ich hier ein Produkt drin. Das hatte ich jetzt letztens in einem Adventskalender. Das ist von Bella Pierre, das Banana Setting Powder. Leute, ganz ehrlich, in dem Adventskalender, wo ich es drin hatte, das ist unfassbar. Eine Anti-Empfehlung von mir für euch. Leute, ich kann es jetzt auch in diesem Video sagen. Ich spoilere euch da jetzt einfach mal hart mit. Halt hier kurz für 2 Sekunden die Ohren zu, wenn du es nicht wissen willst. Im Flaconi-Adventskalender war das in der 24. Mein Freund hat mir gerade meinen Tee gebracht. Ja, auf jeden Fall, ne, in der 24 drin gewesen. Und der Kalender hat 49,95 gekostet. Und diese Box im Abo kostet 25 Euro. Und du hast hier noch ganz viele andere richtig tolle Produkte drin. Wenn das nicht mal der Oberfell von diesem großartigen Proben-Adventskalender war, den ich mir selber bekommen habe, ne, den ich mir gekauft habe, dann weiß ich auch nicht. Es ist ein gutes Puder, ja. Ne? Da Marke, ich feiere das auch, dass es hier mit in der Box ist, weil ich das cool finde. Aber ist es nicht traurig, dass es dann in einem Adventskalender in der 24 drin ist? So. Das nur mal so nebenbei. Ich weiß, dass es ein sehr, sehr teures Produkt ist. Und weil ich es doppelt habe, kann sich jemand anders in einem Adventskalender freuen. Aber seid euch sicher, das kommt nicht in eine 24. Beauty Lift Serum. Auch das finde ich super. Ein Faltenfiller. Ich habe es eben gesagt, du hast ja auch Antifaltenprodukte drin von Schäbens. Spannkraft Hautglättung mit Camellia Japonica Blüte und Tetrapeptid. Das finde ich schön. Du hast jetzt in letzter Zeit immer öfters mal, dass du Ampullen bekommst. Ich finde auch in der Brigitte Box hast du relativ häufig auch Ampullen, was ich sehr, sehr begrüße und auch gerne mal verwende. Und jetzt gerade in der kälteren Jahreszeit verwendet man das auch umso lieber. Das hier sind gar keine Glasampullen, wie mir das so scheint. Nee, das sind halt so Plastikampullen. Das heißt, du musst die nicht so verrückt aufreißen. Das ist schön. Das gefällt mir. Das werde ich entweder selber verwenden oder in einem Adventskalender jemanden anderen damit glücklich machen. Ja. Das ist schön. Und sowas ist halt auch wirklich gegen Stressverhalten, gegen Sorgenverhalten. Finde ich klasse. Kann ich jetzt nicht verwenden, weil ich schon eine Tagescreme drauf habe, dann macht das keinen Sinn. Wenn ich Serien verwende, benutze ich die, also oder solche Ampullen quasi, ne, verwende ich die halt anstatt meines normalen Gesichtsserums vor der normalen Tagescreme. Denn sobald du halt eine ölige Geschichte verwendest, kannst du danach nichts groß anderes mehr machen. Und da meine Tagescreme sehr reichhaltig ist, brauche ich jetzt nicht das noch drüber geben, leider. Aber na, cool, füllt mich, freut mich, der Faltenfiller. Ja, etwas anderes haben wir hier drin, was ich jetzt natürlich demnächst auch wieder weitergeben werde. Aber seid euch sicher, nicht in einem Adventskalender. Also heute. Dieses Jahr hast du so, so viele Zahnpasten in Adventskalendern. Hier haben wir von The Humble Co. die Aktivkohle-Zahnpasta. Und ich habe da schon so viele von, Leute. Das ist der Wahnsinn in Tüten, echt. Die habe ich auch aktuell in Verwendung. Habe ich vor circa einer Stunde verwendet. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn sie leer ist, weil das doch eine ziemlich große Sauerei ist. Sowohl das Waschbecken, ne, darfst du danach immer schön putzen, als auch meine Zahnbürste. Ich habe eine elektrische Zahnbürste, die sifft dadurch schon ziemlich ein. Die musst du auch immer wieder sauber machen. Das ist ein bisschen doof. Ja, schön ist, dass quasi pro verkaufter Zahnpasta auch Geld gespendet wird. Das macht hier in dem Sinne Kaufland. Und ja, ne? Es ist eine vegane Zahnpasta. Ich finde die eigentlich ganz gut, aber sie ist halt in der Anwendung etwas nervig. Ein Feierabendtee, das feiere ich jetzt tatsächlich sehr, von Klenk. Die Naturkraft, da sind 12 Beutel drin und das finde ich schön, das finde ich richtig, richtig schön. Hier hast du auch eine Lady, die sich sehr über ihren Feierabendtee freut. Mensch. Und ich weiß jetzt nicht, Kräutertee, biologisch abbaubare Pyramidenbeutel, auch das ist super.
mit Rotbuschtee, Melissenblättern, Passionsblumenextrakt, nee, Passionsblumenkraut, Erdbeerblättern, Lapachorinde und Lavendelblüten. Genau, ganze Lavendelblüten sind da drin, okay? Das finde ich schön. Ich mache ihn auf. Ich will mal eben dran riechen. Ich glaube, der riecht ziemlich geil. Riechst du nicht viel durch, weil der nochmal so einzeln verpackt ist, ne, die Beutel. Ja, weiß ich nicht. Also ich rieche da nichts durch. Ja. Aber wird bestimmt total, also so wie sich das anhört, wird der total super sein. Wird auf jeden Fall demnächst getestet. Jetzt habe ich heute hier einen Magenfeintee, den mir mein Freund ja gerade reingebracht hat. Und der Honig, den hatte ich mal auch in einer Foodbox mit drin. Den habe ich da unten als Süßungsmittel mit drin. Und ich habe so Bock, diesen Tee zu trinken, weil du hörst es ja, ne? Ich bin relativ heiser. Ich habe gut mitgesungen bei den Liedern. Sehr laut. Der ist noch sehr heiß. Der muss jetzt erstmal noch abkühlen. So, Feierabendtee passt sehr gut. So, was haben wir denn als nächstes? Als nächstes habe ich hier von Schön, von Nyx, das Huile Prodigieuse. Das ist ein Öl von Nyx und also Nuxe, Nyx halt, ne? Das kannst du verwenden als Gesichtsöl, Körperöl und Haaröl. Mega gutes Zeug, wirklich. Ich habe noch ein paar Haaröle hier, das heißt, das wird tatsächlich in einen Adventskalender gepackt werden. Ja, denn das ist wirklich klasse, ne? Also das macht dir die Haare wundervoll. Ich würde dir das jetzt nicht unbedingt empfehlen, dir das in den Haaransatz zu geben, sondern halt wirklich unten in die Spitzen und dann wird das wirklich fantastisch. Und hier sind 10 Milliliter drin, das ist nicht günstig, finde ich unfassbar cool, dass das mit in der Brigitte-Box drin ist. Passt jetzt nicht unbedingt so zum Büroalltagsstress, wobei doch, im Büro musst du ja immer schick, ne? Vielleicht Haare im Bommel oder wie auch immer. Dann trocknen die vielleicht etwas eher aus oder wie auch immer. Leiden auf jeden Fall. Und dann ist es schön, wenn man sich zu Hause mal so ein bisschen das in die Haare geben kann. Ach, boah, feier ich. Das ist so, so schön. Wow. Einen Lippenpflegestift von Be Natural haben wir hier mit drin. Mit Pomegranate. Das ist... was ist nochmal Pomegranate? Granatapfel, genau. Und das finde ich schön. Davon habe ich jetzt tatsächlich schon 2 Stück. Boah, meine Stimme verabschiedet sich gerade und ich habe noch vor, ein paar Videos heute zu drehen. Mist. Evo Visage Hyaluron Spray. Da habe ich jetzt hier auch schon 2 von auf meinem Tisch stehen. Das eine kann ich jetzt hier auch mal anwenden. Das ist einfach hier so ein Spray, was dir einfach mal zwischendurch so ein bisschen Frische ins Gesicht gibt und einfach mal so ein bisschen... Oh ja. Ob du es jetzt im Sommer verwendest, wenn du einfach, ne, wenn es zu warm ist. Ich habe gerade mein ganzes T-Shirt damit eingesprüht. Ups. Oder ob du das halt einfach zu Hause verwendest. Es ist wirklich schön und es tut einfach gut. Und ja, ne, das kannst du entweder vor dem Make-up, vor dem Primer verwenden oder du verwendest es einfach mal so zwischendurch. Das ist, das kannst du auch übers Make-up packen. Ich finde es total großartig. Und jetzt habe ich hier alles zugesaut. Menu. Darf's nicht machen, sowas. So, dann habe ich hier von Allos Bio Pionier einen Linsenaufstrich. Grüne Linse mit Tomate und Karotte. Mild würzig, das ist perfekt. Das nehme ich für nächste Woche mit auf die Arbeit und werde es dann dort essen. Ich mache das in letzter Zeit wirklich unheimlich gerne, dass ich mir mein Brot auf die Arbeit stelle und dann direkt dort schmiere. Da habe ich auch so kleine Gläschen, die ich aus anderen Boxen, Adventskalendern und so weiter habe, mir auf die Arbeit gestellt und auch echt ganz schön viel leer gemacht. Also ich habe irgendwie auch gefühlt nur noch die eine Zartbittercreme, die ich von der lieben Zara Moser bekommen habe. Das Video kommt noch online. Das habe ich tatsächlich mitgenommen. Das habe ich noch dort stehen, genau. Und dann wäre das hier quasi die gesunde Alternative. Ja, ne? Linse ist natürlich so eine Sache für sich. Riecht auch wirklich sehr gemüsig. Ob man das jetzt zum Frühstück braucht, ist natürlich so, dass ich mal so dahingestellt. Ich gehe mal mit dem Finger rein und probiere das mal. Soll man nicht machen. Ne? Also nicht nachmachen sowas. Das schmeckt aber gut. Du hast ja richtige Stückchen mit drin, ne? Das muss man mögen. Es gibt wirklich Leute, die mögen ja nicht so gerne Stückchen. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Doch. Lecker. Voll gut, dass ich so viel für mein Büro hier mitbekomme, Leute. Ich sag euch das. Dann ein Handbalsam von Ensborn. Todesmeer Handbalsam. Reduziert das Spannungsgefühl trockener Hände. Ja.
Gesundheit. Auch das kann ich mir sehr gut vorstellen, Gesundheit, auf die auf die Arbeit zu stellen. Ja, Juckreizlindernd geeignet bei Neurodermitis und Psoriasis. Keine Ahnung, das kenne ich Gott sei Dank nicht. Tut es mehr handbalsam, versorgt langanhaltend mit Feuchtigkeit und hinterlässt einen zarten Pflegefilm. Hände und Nägel werden spürbar weich und geschmeidig. Die milde Rezeptur gibt der Haut ihre Spannkraft und Elastizität zurück. Ich kann das Wort mittlerweile aussprechen. Jo. Jo. Mehrmals täglich bei Bedarf anwenden. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich habe jetzt noch einige geöffnet, das heißt, die lasse ich jetzt erstmal zu. Aber das ist auch eine schöne Größe von 75 Millilitern. Ist nicht so ein Riesen-Oschi. Das heißt, die kriegt man dann auch wirklich mal mit der Zeit leer, bevor sie kippt. Und für die Arbeit auch sehr gut geeignet, wenn es denn dann schnell einzieht. Dann, ja gut, das ist ein Produkt, was ich nicht unbedingt auf der Arbeit anwenden kann. Von Ghoul Seidenglanz Pflegespülung für glanzloses, trockenes oder sprödes Haar mit Koboshi, Magnolie und Öl. Mit Nutri Seidenproteinkomplex. Ei, ei, ei. Ich liebe Ghoul-Produkte tatsächlich. Ich finde, die riechen so hammerschön. Schenkt gezielte Pflege und kräftigt das Haar effektiv für seidigen, gesunden Glanz und sofortige Kennbarkeit. Nom. Also, vor allem, ich freue mich gerade auf den Duft. Ja, das riecht so angenehm. So, oh. So richtig, richtig seidig, samtmäßig. Blumig. Echt toll. Schön. Also, Magnolie mag ich sehr, sehr gerne, den Duft. Also, ne, das wird zum Einsatz kommen. Da freue ich mich drauf. Wirklich. Pink ist sowieso toll. So. Das ist ein Produkt. Eieiei, das braucht man eigentlich wirklich. Das musste ich mir mal an meinen Arbeitsschlüssel dran machen. Von Keeper, The Keeper App, komm, ein Gigaset. Das machst du an deine Schlüssel dran. Und es warnt bei Verlust, ich weiß nur nicht, wie es warnen soll, Signalgebung mit Ton und Licht, erinnert bei Vergessen, Smartphone finden per Knopfdruck. Da muss ich mich echt nochmal reinlesen, wie genau das funktionieren soll. Also man macht das an seinen Schlüssel. Und dann musst du das mit der App verbinden. Ah, wahrscheinlich machst du dann das. Ah, hast du dann dein Handy. Und wenn du dann deinen Schlüssel verloren hast, musst du bei deinem Handy einfach nur draufklicken auf die App und dann wird das piepen. Das wäre natürlich cool, ne? Dafür braucht man natürlich eine Internetverbindung, aber auf jeden Fall eine coole Sache. Müsste ich wahrscheinlich eher meinem Freund schenken, weil der ständig seinen Schlüssel verliert. Ich hänge mal immer schön ein Schlüsselbrett, ja. Ui, eins haben wir noch, oder? Ja. Warenwert soll übrigens über 100 Euro sein, das finde ich auch sehr cool. Altobelli DW mit Kaviar, Premium Skincare, Luxury Lift Up Mask. Okay. Intensivpflegemaske mit vitalisierendem Kaviar-Extrakt und hochwertigen Feuchtigkeitsspendern, die den Hydrolipidfilm sofort und langfristig restrukturieren können. Das weiche, mit Nährstoffen getränkte Vlies lässt die Haut wieder glatt und straff wirken. Das ist doch mal was. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Mensch, irgendwie, ja, ein bisschen dekorative Kosmetik, aber keine, die ich direkt jetzt hier verwenden konnte in der Box. Aber, ne, viele Sachen für Pflege und für Chillen, für Wellness, für Runterkommen, für wieder klarkommen in dieser Welt. Finde ich sehr, sehr cool. Und da kommt mir diese Fließmaske echt gelegen. Geil, ich bin ja sowieso ein Maskenfan, ne. Ich kenne die Marke auch gar nicht, DW. Ich kann mir auch bei weitem nicht vorstellen, was diese Maske kostet. Und ich bin sehr gespannt, was ich die hier gleich einblenden werde oder eingeblendet habe, was das an Wert hat mit Kaviar. Ohlala. Das war die Box. Die ist jetzt leer. Also hier habe ich jetzt nur noch das Krüppelpapier mit drin. Ich gucke auch nochmal. Nö, ich habe nichts vergessen. Hat mir sehr gut gefallen. Wertmäßig. Über 100 Euro, sagen sie ja sowieso. Hier blende ich dir mal ein, wie hoch der tatsächliche Warenwert der Produkte ist. Bin sehr gespannt drauf, aber definitiv über 100 Euro. Sehr schöne Produkte, sehr praktische Produkte. Du kannst mit so gut wie allem echt was anfangen, ne? Das ist ja wahnsinnig schön und ja, mir hat die Box gefallen und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!